Hallo sehr geehrte Zuschauer und willkommen zurück zu Let's Play Warfront Turning Point. Ja, wir haben die deutsche und alliierten Kampagne absolut jetzt komplett abgeschlossen. Und für mich bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig, als euch die sowjetische Kampagne auf alternative Art und Weise zu zeigen. Denn es gibt hier leider keine sowjetische Kampagne, also auf normale Art und Weise, und daher werde ich die sowjetische Kampagne mit den Skirmish-Kämpfen machen. Ich werde euch alle Karten aus der sowjetischen Seite zeigen und ich werde versuchen, dort den Sieg auch zu erringen, so oft wie möglich. Es gibt hier, soweit ich weiß, 20 Karten, oder es könnten auch mehr sein, also die genaue Zahl kenne ich leider nicht. Und das wird folgendes, es wird so, auch so ablaufen, dass ich mit jeder Karte wird auch der Sieger oder auch die Niederlage auch dazu auch natürlich auch gezählt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der ersten Karte gewonnen habe, dann zählt es. Wenn ich bei der zweiten Karte verloren habe, dann zählt es auch und dann muss ich weitermachen. Also es ist fast wie so eine Art, wie mit Punktenanzahl sozusagen. Aber ihr werdet schon gleich verstehen, was ich damit meine. Kisten können wir nicht machen, weil das geht nur mit Multiplayer. Denkt dran, ich mache das ohne Multiplayer, also ich werde das alles mit CPU machen. Und hier haben wir auch die Siegbedingungen. Wir haben einmal die Schutt und Asche, komplette Vernichtung, Bombenwetter. Dann haben wir noch die Eroberung und die Geheimbefehle. Aber diese Eroberung und Geheimbefehle, das ist nur für Multiplayer gedacht. Und ich weiß nicht, ob Multiplayer noch funktioniert. Ich habe gehört, es funktioniert noch, aber wie gesagt, ich spiele Multiplayer nicht. Und ja, die erste Nation, um die wir uns kümmern werden, sind die Amerikaner bzw. die Briten. Und dann kümmern wir uns um die Deutschen und dann geht das dann weiter und weiter und weiter bei den nächsten Karten. Aber denkt dran, sobald wir dann zu 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 dann kommen werden, werde ich natürlich die Bedingungen ein bisschen auch verändern. Also denkt jetzt bloß nicht, dass hier auch alles beim Alten bleiben wird. Also ich werde auch hier ab und zu mal die Siegbedingungen auch verändern. Die Taktiken auch verändern, die Anzahl der Feinde auch verändern und so weiter und so fort. Also hier erwartet uns eine ganze große Menge. Ja, hier haben wir schon mal die sowjetische Basis und wir haben auch den Pionier. Die Sowjetunion, sie hat keine Fahrzeuge, mit denen sie bauen, mit denen sie etwas bauen kann. Sie hat nur die Pioniere und die Pioniere sind für das Bauen zuständig. Das erste, was wir bauen können, ist natürlich der Aggregator beziehungsweise der Kraftwerk, also das Kraftwerk, das uns natürlich Strom gibt, selbstverständlich. Was ich übrigens noch erwähnen möchte, die Pioniere sind auch in der Lage, mit der Pistole sich auch gegen die Feinde zu verteidigen. Und damit sind sie auch die einzige Einheit, also die einzige Baueinheit in dem gesamten Spiel, das auch nicht nur bauen kann, sondern auch sich selbst verteidigen kann. Aber sie ist deutlich schwach als normale Infanterie und normale Einheiten, also denke jetzt bloß nicht, dass sie jetzt hier gegen Panzer etwas ausmachen können. Es kann passieren, dass sie gegen Panzer auch gewinnen, kein Problem, aber darauf würde ich mich jetzt lieber nicht verlassen. Dann können wir hier auch eine Kaserne bauen, selbstverständlich, beziehungsweise auch ein Ausbildungslager. Wir müssen nur noch warten. Ach ja, und es gibt hier keine Station, aus den LKWs kommen. Alle LKWs kommen aus dem Nachschubzentrum, also aus der Basis. Sie nehmen dann die ganzen Minenvorkommen ein und dann bringen sie das wieder zurück zur Basis. Hier haben wir einmal die Infanterie, Molotow-Infanterie. Die haben wir schon gesehen. Dann haben wir den Pionier, hier können wir ihn auch ausbilden. Dann den Kommissar. Der Kommissar, der ist so eine Art so als Verstärkung für die Infanterie geeignet. Da haben wir nur noch den Sanitäter und den Wortkalender. Um den Wortkalender werde ich mich später kümmern, denn der Wortkalender ist sehr interessant bei der Sowjetunion. Ihr werdet euch gleich denken, ja, wozu brauchen die hier einen Wortkalender? Wollen die etwa sich da besaufen, oder? Er hat eine ganz spezielle Funktion, aber dazu werde ich dann später kommen. Vertraut mir, es wird euch überraschen. Dann baue ich jetzt mal ein paar Fabriken. Hier können wir auch einen Propagandaturm noch bauen, der die Moral der Einheiten verstärkt.
So, da haben wir den ersten Helden. Das ist Alexei Michalkov. Er ist für Angriff zuständig. Seine erste Fähigkeit ist Blutrausch. Damit macht er richtig ordentlichen Schaden, aber dafür erleidet er auch ein paar Schadenspunkte dazu. Also das ist sozusagen Berserker. Streufeuer. Damit kann er mehreren Angriffszielen Schaden zufügen, was irgendwie sehr nützlich ist. Widerstandskraft. Damit kann er Schaden natürlich auch aushalten. Und Einschüchterung. Damit sinkt die Moral der Feinde, wenn sie Michalkov dann sehen. Dann haben wir General Nazarov. Das ist ein Scharfschütze und ein Commander. Er hat Präzisionsschuss, damit kann er ein Fahrzeug sozusagen neutral machen und dann auf seine Seite auch bringen. Aber dazu muss er auch erstmal den Fahrer schießen. Beförderung, damit werden unsere Einheiten deutlich schnell befördert und deutlich schnell können sie auch den Rang erreichen. Forschung abgeschlossen. Dann haben wir noch Präsenz. Das erhöht den Befehlradius um 5 Meter. Und zum Schluss haben wir dann noch Anführer. Damit erhöhen sich die Erfahrungspunkte im Wirkungsbereich von Nazarov. Also alle Einheiten, die sich in seinem Wirkungsbereich befinden, bekommen deutlich mehr Erfahrungspunkte als gewöhnlich. Ja, in der Fabrik können wir hier verschiedene Panzer und Waffen bauen etc. Ich möchte auch auf jeden Fall noch hier mal Katjuscha anschauen. Das ist der Propagandaturm. Damit können wir auch hier unseren Einheiten hier die Moral verstärken und wir können auch damit, wenn die Feinde auch nah genug an unserer Basis sind, sie auch dazu auf unserer Seite auch dann zu bringen. Diese Fähigkeit ist zum Beispiel hier überlaufen. Aber sie funktioniert nicht bei den Helden oder bei Superfahrzeugen, nur bei Infanterie. Und ja, wo ihr da gerade auch gehört habt, bei dem Propagandaturm ist, also da spricht Lenin. Was könnte ich hier noch bauen? Also, ich habe da gerade Funkstation bauen lassen. Ich muss aber ein bisschen warten, ich möchte ein bisschen Geld noch tanken. Hier können wir leichte Panzer bauen, die 70er. Gebäudebau abgeschlossen. So, Funkstation erledigt, dankeschön. Und natürlich Gulag. Ja, man kennt das richtig von der Sowjetunion, oder? Von ganzen Hollywood-Filmen, von ganzen Klischees. Wo die Sowjets sind, sind auch dort Gulags. Typisch. Diese Gulags eignen sich als Einkommensquelle und jedes Mal, wenn wir einen Feind dann erledigen, dann wird der Feind sozusagen in diesen Gulag dann eingebucht und dort muss er dann für uns dann Einkommen dann erarbeiten. Je nachdem, wie viele Feinde wir erledigen, desto höher wird unser Einkommen dann bei den Gulags auch sein. Natürlich ist es empfehlenswert, mehrere zu bauen, weil einer kann euch nicht so viel Einkommen dann auf jeden Fall sichern. Also bei Gulag können wir auch das Upgrade Druck machen. Damit bekommen wir 50% mehr Gefangene und damit können unsere Einnahmen deutlich steigen. Und Zwangsarbeit. Dadurch bekommen wir 25% höhere Einnahmen bei den Gefangenen. Also kurz gesagt, komplette Sklavenarbeit sozusagen. Wie man das in diesen ganzen Klischees kennt. Und da habe ich auch gerade die Amis gesehen. Ich würde mal sagen, Alexei kann schon mal den Amis hier ein bisschen den Arsch aufreißen. Weil schließlich sind sie unsere Feinde. Ich bilde mal ein paar Rotarmisten aus, denn ich möchte hier auch ein paar Gebäude hier erobern. Was soll errichtet werden? Hier können wir auch die ganzen traditionellen Bunker bauen. Also einmal haben wir die MG, dann die Panzerbunker und einmal die Flakbunker. Also das Übliche, also was wir da kennen. Sie brauchen Hilfe? Wie Sie wünschen, Genosse. Gemeinsam sind wir stark. Ich muss auf jeden Fall erwähnen, dass die Sowjetunion in diesem Spiel ist sehr von den Ressourcen sehr abhängig. Also man muss hier auf jeden Fall sehr gut aufpassen, wie stark man sein Geld hier, man sein Einkommen hier ausgibt. Weil es kann sehr schnell dann
vorkommt, dass man dann sofort im Null landet und dann hat man verloren. Ja, die Amis haben wohl jetzt eine schlechte Karte gezogen. Schnappt sie euch. Macht die Amis platt. Jetzt ist es Zeit, dass die Sowjetunion zurückschlägt. So, da haben wir den Kommissar. Er hat ein passives Upgrade und zwar Antreiben. Damit bekommen die Infanterie in seinem Wirkungsbereich deutlichen Boost. Und der ist sozusagen als Offizier bei denen. Er sorgt dafür, dass die Soldaten deutlich mehr... Ich glaube, dieses Upgrade geht auf entweder Ausdauer oder Kraft. Und da seht ihr auch schon, das Geld kommt aus den Gulags. Da müssen die jetzt schon richtig schön schuften. So, dann bilde ich mir ein paar. Ja, dann baue ich jetzt ein paar Katyushas. Die CSUs, die können hier mal ihre Positionen einnehmen. Für den Fall, falls die Amis dann hier mich mit den Bombern hier gleich mobben werden. Ich könnte auch Nadia auch auswählen. Ich habe euch Nadia noch nicht gezeigt. Komm schon, Genossen, mach ihn fertig. John Lynch. Verdammter Bastard. Nervige kleine Insekten. Lassen Sie mich das machen, wie ich es liebe. Die Sowjetunion schlägt jetzt zurück. Die Amis haben keine Chance. Also ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. So, Nadia ist eingetroffen. Nadia ist ein Spionageheld und eignet sich perfekt für, wenn man zum Beispiel hier die Feinde aus dem Hinterhalt angreifen möchte. Vorsicht. Mach ihn fertig, Alexei. Perfekt. Mach's gut, John. Oh, wir können noch einen Fähigkeitspunkt einsetzen. Machen wir mal Widerstandskraft. Macht das auch am Anfang mit Widerstandskraft. Damit kann dann Alexei dann richtig gute Chance erhalten, dann weitere Erfahrungspunkte noch zu sammeln. So, die Katyushas sind auch auf Position. So, Nadia. Sie hat auch hier vier Fähigkeiten. Sie kann einmal gegnerische Fahrzeuge übernehmen. Was übrigens sehr richtig cool ist. Damit kommen sie dann auf unsere Seite. Dann haben wir Tarnung. Damit kann sich die Heldin 20 Sekunden lang nicht im... Also sobald, wenn sie sich 20 Sekunden lang nicht in einem feindlichen Radius befindet, ist sie komplett unsichtbar. Vergrößern. Ja, damit wird der Sichtradius vergrößert. Und Verschleierung. Damit wird nicht nur Nadia unsichtbar, sondern auch die nahegelegenen Einheiten. Die bekommen auch diese unsichtbare Fähigkeit, was übrigens auch sehr, sehr, sehr nutzvoll ist. Denn damit können die Feinde dann euch nicht entdecken. Was ich euch auch empfehlen würde, das auch zu machen. Damit kann man auf jeden Fall sehr gute Hinterhalte und sehr gute Überraschungen für den Feind planen. Ich baue noch ein paar Katyushas hier hin. Ja, Genosse Lenin, wir haben dich verstanden. So, ich muss warten, bis die Technologiestufe jetzt fertig ist. Gebäudebau abgeschlossen. Ich muss mal... Mach ihn fertig. Gebäudebau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Mach den Franzosen platt. Sehr schön. Gut gemacht, Alexei. Also Alexei macht hier richtig Druck für die Amis. Die haben keine Chance, diese verdammten Amis. Brauche ich eben noch ein bisschen Verteidigung raus, damit die Amis wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. So, die Technologiestufe 2 wurde komplett erwirtschaftet. Wir können Winterreifen
upgraden. Das bedeutet, dass die LKWs damit sehr schnell fahren und sie können auch damit sehr schnell die Ressourcen dann liefern. Dann die strategische Kriegsführung und wir können auch dann unsere Gebäude auch dann verstärken. Also dieses Upgrade, was ich da das dritte ausgewählt habe, das ist Gebäudeverstärkung. Damit können sie weniger, damit können sie Schaden dann aushalten. Damit gehen sie nicht schnell kaputt. So, ich sorge mal hier für Zwangsarbeit. Die sorge mal hier für die Sowjetunion schuften, verdammt. Wir müssen unsere Feinde erledigen, kostet es, was es wolle. Bei der Funkstation sind wir in der Lage, Artillerie zu rufen, aber dazu müssen wir die Technologie Stufe 3 dann erforschen. Und wir sind in der Lage, auch Partisanen zu rufen. Sie können uns auch da ein bisschen Hilfe leisten im Kampf gegen die Amis oder gegen die Wehrmacht. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Jungs, geht mal ein bisschen zurück. Ich will meine Katjuschas jetzt auch hier auf gar keinen Fall verlieren. Okay, die wollen von der rechten Seite angreifen. Hohohoho. Schaut euch mal dieses Feuerwerk an. Da haben die Amis keine Chance. Mit Katjuschas soll man sich lieber nicht anlegen. Wir werden angegriffen. Ah, die wollen auch hier mit Artillerie spielen. Alles klar. Mach ich mal übernehmen. Geht mal hier auf Position, bitte. Dankeschön. Ich bin bereit. Wir werden angegriffen. Einfach grandios. Also die Katjuscha macht hier ordentlich richtig Party. Eigentlich ist es empfehlenswert, mehrere Propagandatürme zu bauen, damit man auch sehr schnell da an einigen Ecken die Feinde auf seine Seite dann bekommt. Aber ich sag's so, ein Propagandaturm reicht auch komplett aus. So, da haben wir das Forschungszentrum, da können wir auch jetzt Upgrades erforschen. Einmal die Hochexplosivgeschosse, dann die Standardisierung. Dann können wir noch die Produktionskosten verringern. Und wir können da auch für den Superpanzer, den Karkov, auch ein Upgrade namens Karkovs Raserei erforschen. Damit bekommt er so eine Art Rage-Modus und damit kann er ordentlichen Schaden austeilen gegen die Feinde, aber damit kassiert er auch schon zusätzlichen Schaden. Also das ist ähnlich wie bei Alexei. Er kann auch in die Wutrage verfallen und damit auch sehr viel Schaden austeilen, aber dafür muss er auch richtig viel Schaden dann selber bekommen. Erobert die Ölfelder. Sie brauchen einen Schützen. Immer nach oben. Eine Minute ist angekommen. Mine ist verstärkt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich irgendwo eine neue Mine hier finden. Ich bin bereit. Wie ich schon gesagt habe, die Sowjetunion ist sehr, sehr abhängig von diesen Ressourcen. Daher muss man hier sehr richtig aufpassen, was man hier Forschung abgeschlossen. Alles macht, etc. Also man muss hier ab und zu mal mit Geld sparen. Gemeinsam sind wir stark. Sehr schön. Die Ölfelder gehören der Sowjetunion. Ist angekommen. Alexei. So. Ah, da sind die noch wieder. So, dann würde ich mal sagen, ihr geht schon mal zu dieser Mine da. Aber ich muss mal... Moment.
könnte auch eigentlich die feindliche Mine selber auch erobern. Sie zeigen uns den Gegner, wir töten ihn. Kein Problem, Genosse. Ich bin bereit. Wir werden. So, erobert die Mine. Oh, die haben schon Pershings. Okay, die haben schon die Technologiestufe 3 da schon erwirtschaftet. Das heißt, ich muss jetzt auch mal anfangen. Was zur Hölle, du? Du hast keine Chance. Machen wir wieder Verschleierung. Ich möchte meine Einheiten unsichtbar machen, damit sie aus dann, damit sie dann aus Hinterhalt dann die angreifen. So, das letzte Gebäude, was wir hier bauen können, ist der Schwarzmarkt. Das ist auch ein sehr interessantes Gebäude. Denn mit dem Schwarzmarkt sind wir in der Lage, feindliche Panzer und Einheiten zu kaufen. Und ich meine jetzt nicht nur von den Amis, sondern auch von den Deutschen. Also das ist ein Mix. Aber man muss darauf achten, dass die Angebote beim Schwarzmarkt sich nach einer gewissen Zeit dann ändern. Also zum Beispiel sind da jetzt, ich sag jetzt mal, 4 Pershing-Panzer im Angebot. Und dann vergeht eine Zeit und dann sind da Rheintochter statt Pershings. Also man muss da selber drauf achten, was man da kaufen möchte und was nicht. Ist übrigens auch sehr empfehlenswert. So, da haben wir schon mal Artillerie und ein Pershing. Aber das kostet bestimmt sehr viel, oder? 4897. Sie brauchen Hilfe? Man kann auch mehrere bauen und der Schwarzmarkt ist auch in der Lage, auch ein bisschen Geld zu erwirtschaften. Ich glaube, so 3000 Dollar kann er erwirtschaften. Pro 2 Minuten. Und natürlich, je mehr Schwarzmärkte man hat, desto mehr kann man da auch natürlich Geld erwirtschaften. Also baut auf jeden Fall immer mehr Schwarzmärkte mit der Sowjetunion. So, die Mine haben wir erobert. Nein. Verdammte Scheiß Amis. So, Flugfeld. Ja, Flugfeld ist natürlich klar. Also, da brauche ich euch nicht zu sagen, was das ist. Flugfeld ist Flugfeld. Na, warte. Du wirst dein blaues Wunder gleich erleben. Schnappt sie euch, Jungs. Ja, das weiß ich. Aber du hast versucht dein Bestes. So. Die Sowjetunion kann beim Flugfeld natürlich die Jäger und Bomber ausbilden und sie kann auch die Tupolev-Bomber und die Väterchen-Frost-Bomber ausbilden. Und die Sowjetunion, soweit ich weiß, ist die einzige Fraktion, die nicht so viele Flugeinheiten bauen kann, wie das jetzt zum Beispiel die Amis oder die Deutschen machen können. Damit ist sie, was Flugplätze angeht, schwach, aber was die Fahrzeuge oder Infanterie angeht, da ist sie deutlich, deutlich schon im Plus. Also ich kann auf jeden Fall allgemein sagen, die Sowjetunion ist keine schwache Fraktion. Sie ist deutlich, deutlich schon eine ernstzunehmende Fraktion. Wir bekommen schön, schön sehr viel Geld. Das ist gut. Die Amis müssen weiter schuften. So, dieses Notstromaggregat, der sorgt dafür, dass wir auch ein bisschen Strom sparen können.
falls wir zum Beispiel hier Überlastung haben, was übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Wir haben da Flugabwehr. Upgrade abgeschlossen. Ich könnte es eigentlich kaufen. Aber ich warte noch ein bisschen. Mal schauen, wie gleich die, diese Flugabwehr uns dann helfen wird. Was soll errichtet werden? Zusätzliche Flugabwehr kann nicht schaden. Okay. Da baue ich jetzt auch einen Schwarzmarkt. Ich möchte so viel Geld erwirtschaften wie möglich. Gebäudebau abgeschlossen. Mein Blick ist die Basis verteidigen, Genosse. Das ist ein Befehl. Tja, die dachten, die können einfach so meine Basis bombardieren. Falsch gedacht, Amis. Luftschlag verfügbar. Sehr schön. Gut zu hören. Pionier, melde dich zur Stille. Ich baue hier mal auch ein paar Kraftwerke, weil ich sehe schon, wir stehen schon fast an der Grenze. Ich möchte mal sicher gehen, dass wir hier keine Überlastung haben. Tja. Wie viele Panzer wollen die hier noch schicken? Ich mache jeden fertig. So, da können wir jetzt Sanitäter auch ausbilden. Sanitäter ist ja schon klar. Also die heilen unsere Kameraden bzw. Genossen. Aber gleich muss auch der Wortkalender kommen. Und vertraut mir, da wird es gleich richtig lustig. Ja. Gebäudebau abgeschlossen. Bestimmt denkt ihr gerade, dass wenn man ihn ausbildet, dann werden die unsere Einheiten dann irgendwie besoffen und dann kämpfen die dann schlecht etc. oder sowas. Nein Leute. Der Wortkändler ist was ganz Spezielles. Ihr werdet gleich... so ist es. Ihr werdet gleich schon euch wundern, was der gleich drauf hat, der Wortkändler. Ey, die Amis haben da schon so viele Einheiten verloren, dass ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, die können schon langsam einpacken. Die schaffen es nicht. Upgrade abgeschlossen. Ihr Hund ist hier auf Hilfe. Wie Sie verlieren im Einsatzbereich. Okay. Ja, Genosse, bau weitere Kraftwerke. So. Unsere Jäger stehen auch. Die Jakovlev-Jäger. Jäger bereit! Wir werden angegriffen. Gebäudebau abgeschlossen. Ich kümmere mich nur um Schusswunden. Ja, gut zu wissen. Gebäudebau abgeschlossen. Meine Güte, dieser Akzent, ey. So. Wir können da auch ein paar gute Panzer bauen. So, Kriegsanleihen. Damit kann jetzt unser Schwarzmarkt auch an Einnahme generieren. Also das ist ähnlich wie bei Gulags. Nur, da muss man, ich glaube, 1 oder 2 Minuten warten, bis er dann weitere Einnahmen generieren kann. So, Maulwurftransporter. Also, ja. Wir haben ihn schon in der Kampagne gesehen. Also, die sind in der Lage, sich einzugraben. Und sie können auch unsere... Ich könnte auch die feindliche Basis auch infiltrieren und da können wir auch unsere Einheiten dann absetzen und für Überraschung sorgen. So. Jetzt passt auf, jetzt bilde ich gerade Wortkalender aus. Jetzt passt auf, jetzt ist gleich lustig. Oh, wir können jetzt weitere Panzer bauen. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Ich baue mal ein paar IS-3 Stalin-Panzer.
Die mobile Riesenartillerie würde ich auch gerne bauen, bitte. Die haben wir schon in der Kampagne gesehen, also die braucht keine große Erklärung. Forschung abgeschlossen. Artillerie ist Artillerie, also ja. Was bleibt mir da noch zu erklären? Was ich auch auf jeden Fall sagen kann, sie macht ordentlichen Schaden. Das war's. Die Amerikaner müssen sich lieber gleich auf was befasst machen. Ich werde die gleich sowas von fertig machen. Machen wir mal Verschleierung. Ihr habt keine Chance. So. Da kommt der Kharkov-Panzer. Oh ja, das werde ich. Definitiv. Oh, die schicken jetzt Helikopter. Oh. Netter Trick. Aber trotzdem war das nicht gut genug. Ihr seid für mich keine Herausforderung. Vincent kann schön einpacken. Keine Chance. Mach ihn fertig. Alexei. Steht er nicht so rum? Ich glaube, die Amis bemerken gerade nicht, dass die gerade bombardiert werden, oder? So, die mobile Riesenartillerie kann da ruhig stehen bleiben. Die Kharkov-Panzer gehen dahin. Ich könnte noch einen Panzer ausbilden. So, Wodka-Händler. Wenn der Wodka-Händler sich im Umkreisfeld von neuen Einheiten befindet, trinken die auch Wodka. Aber jetzt ratet mal, was für eine Spezialfähigkeit er hat. Solange er lebt, sind alle Einheiten inklusive Fahrzeuge unbesiegbar. Na? Solange die Einheiten sich im Wirkungsbereich von dem Wodka-Händler sich befinden, können die nicht sterben. Die sind praktisch unbesiegbar. Also solange der Wodka-Händler lebt und sich ja auch in ihrer Nähe befindet, sind die unbesiegbar. Ich weiß nicht, ob ich das behindert oder klug nennen soll, aber durch Wodka unbesiegbar. Das ist nicht meine Schleichwerbung für weitere Wodka. Durch Wodka unbesiegbar. Vertraut mir, ich war auch schon verwirrt, als ich das gesehen habe. Dachte ich mir so, was? Die werden durch Wodka unbesiegbar? Also Leute, was will denn wir daraus? Immer schön Wodka trinken. Spaß, natürlich macht das nicht. Wodka ist nicht gut für eure Gesundheit, also übertreibt damit nicht. Aber wie gesagt, das ist richtig, richtig lustig. Ja, so ist es. Das ist genug für alle da. Können sich alle da besaufen. Ja, du sagst das. Ich will lieber nicht wissen, wie viele Wodkas er da verkaufen kann. Er kann schon auch da auf jeden Fall schon richtig schnell zum Millionär werden. So, ich bereite jetzt mal den Amis ein paar Bombenüberraschungen vor. Mal schauen, wie die gleich darauf reagieren werden.
Na, wie gefällt euch das? So, jetzt schicke ich mal die Partisanen. Die Partisanen sind eine schwache Einheit, aber die eignen sich auch richtig gut dafür, um Feinde überraschend anzugreifen. So, steig in den Maulwurf rein, Genossen. Gleich werden die Amis nichts zu lachen haben. Nein, Genosse, danke schön. Ich möchte nichts trinken. Das ist dieses typische Klischee, oder? Wodka, Bären, Balalaika, etc. Wie man das von den Filmen und weiteren Zeichentrickfilmen kennt. Korko, bereit! Wir fahren los! Wodka auf dem Tisch, Bären auf den Fahrrädern, Balalaika, Ushanka und so weiter und so fort. Also diese typischen Klischees. Du glaubst, du kannst mein T-34er hier aufhalten? Ha, geh nach Hause. Tja, Amis. Das kommt davon, wenn man sich mit der Sowjetunion anlegt, oder? So. Die Jäger können auch hier mal ein bisschen Ärger schaffen. Und ja, so werde ich auch versuchen, mit der Sowjetunion gegen die Wehrmacht und gegen die Alliierten auch so auf allen Karten auch zu kämpfen. Bedenkt bitte dabei, sollte ich auf einer Karte gewinnen, zählt es als Sieg, also quasi 1:0 für mich. Sollte ich verlieren, dann ist es eine Niederlage und dann muss ich weitermachen. Also das bedeutet, sollte ich zum Beispiel dieser Schacht jetzt verlieren, dann bekommen die Alliierten mit der Wehrmacht, weil ich gegen die Wehrmacht auch noch kämpfen werde, ein Punkt dazu und ich bekomme 0 Punkte. Aber wie ich schon sehe, stehe ich schon kurz vor dem Sieg. Also ich glaube, es wird schon ein klarer Sieg für die Sowjetunion. Und dann am Schluss werde ich eine ultimative Schlacht veranstalten, wo dann entschieden wird, wer der ultimative Gewinner sein wird. Vertraut mir, es wird richtig cool. Um ehrlich gesagt, ich habe keine Angst vor den Amis. Mehr Angst mache ich mir um die Wehrmacht, weil die sind schon ein bisschen, was die Fahrzeuge etc. angeht, schon ein bisschen tricky. Die könnten schon ein bisschen Probleme bereiten, aber die Amis, die können mich mal. Macht sich fertig, Jungs. Alexei greift weiter die Basis an. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Kein Grund zur Eile. Scheinbar haben auch ein paar weitere überlebt. Weil ich sehe da schon jetzt keine mehr. Also deren Basis ist schon eigentlich jetzt kaputt. Können die noch sein? Korko, bereit! Ja, Genosse, erwarte Anweisungen. Artillerie bereit. Artillerie bereit. Wir fahren los! Ah, ich sehe schon.
Die haben da wahrscheinlich eine Mine. Na, da werdet ihr gleich euer blaues Wunder erleben, Amis. Wir haben gewonnen. Die Sowjetunion hat gesiegt. ...1-0 für die Sowjetunion. Sehr schön. Tja, die Amis haben jetzt richtig schön auf die Fresse bekommen. Aber ja, das war eine der Schlachten von weiteren Tausenden. Ja, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Warfront Turning Point. Bleibt dran, es wird noch weitergehen.